performen für die Kamera. Für diese 10 Tennisspielerinnen und Spieler ungewohnt, aber kein Problem. Die Anlage eines Kölner Vereins verwandelte sich dafür einen Tag lang zum Set für ein ganz spezielles Shooting. Wir haben heute neue Fotos geschossen für die Inklusionskampagne des Deutschen Tennisbundes zu allen 4 Disziplinen, also Gehörlosen-Tennis, Tennis für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, Blindentennis und Rollstuhltennis. Dazu sind Protagonistinnen aus ganz Deutschland gekommen zu allen Disziplinen. Es war ja ein besonderer Tag, weil diese Leute normalerweise sich auch gar nicht begegnen. Und so haben wir hoffentlich schönes Material für die Homepage, für die Broschüre und für zukünftige Plakate. Jede Disziplin wurde dafür optimal in Szene gesetzt. Ja, es wird viel aus der Bewegung heraus gemacht. Es werden viele Fotos gemacht, Aufschlag, Vorhand, Rückhand. Viel wird dynamisch gemacht, viel aber auch aus dem Stand, damit man einfach die Lichtverhältnisse gut einstellen kann. Und da wird halt viel auch im Rollstuhl dann gedreht mit allen möglichen Bewegungen. Toni war dabei das erfahrenste Hobbymodel. 3 Neulinge kamen dagegen beim Gehörlosen-Tennis zum Einsatz. Das ist für uns sehr wichtig. Es kann kaum jemand eine Gebärdensprache, weil er nie darauf angewiesen ist. Und daher finden wir es toll, dass der Deutsche Tennisbund sich dafür interessiert, uns auch mit in sein Inklusionsprogramm mit einzubinden. Und wir dadurch auch andere Leute, die so ein Handicap haben, darauf aufmerksam machen können und denen auch die Möglichkeit bieten können, auch mit diesem Handicap trotzdem Tennis zu spielen. Das steht bei der Initiative Tennis für alle des DTB und der Goldkrämer Stiftung im Fokus. Auf Bastian trifft genau das zu, denn vor ein paar Jahren konnte er noch sehen. Mir macht das sehr viel Spaß, Tennis spielen überhaupt. Ich habe das früher schon gespielt und deswegen hatte ich davon gehört, dass das Tennisspielen gibt für Blinde und ja, deswegen habe ich es gemacht. Sophie hat eine ebenfalls große Leidenschaft fürs Tennis und weiß, was beim Thema Inklusion das Wichtigste ist. Mit netten Menschen zu spielen. Ich bin ja auch, wir haben ein Special Team bei uns seit 2017, wo ich drin bin, wo ich ganz viele Freunde mit begeistert habe, dass die jetzt auch Tennis spielen. Und Mittwoch spiele ich mit anderen Leuten, die keine Behinderung haben. Macht mir auch sehr viel Spaß, mit denen auch Leuten gut klar. Neben den vielen Einzelaufnahmen durften auch Bilder mit den Trainern nicht fehlen, denn auch die spielen eine wichtige Rolle. Wir wollen zukünftig noch mehr Aktionstage organisieren, damit zum einen Menschen mit Beeinträchtigungen die Sportarten ausprobieren können, zum anderen aber auch Tennistrainerinnen und Tennistrainer Mut schöpfen, in diesen Disziplinen Training zu geben. Und um diese Plakate gestalten zu können, haben wir die Bilder geschossen. Damit die dann auch gut ankommen, trotzten alle Beteiligten den hohen Temperaturen und lieferten ab. Ein besonderes Fotoshooting, das hoffentlich für viel Aufmerksamkeit sorgt.